Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder eine Cars-Challenge. Auf jeden Fall erstelle ich eine Drag-Queen in The Sims 4. Ich hatte das schon irgendwie länger überlegt. Nico hat schon mal so ein Video gemacht, also Natural, falls ihr den kennt. Und ich fand das eigentlich ziemlich cool, denn ich habe hier schon mal einen ganz normalen Sim vorbereitet. Einen ganz normalen Mann. Er hat halt einen Skin drauf, deswegen sieht er ein bisschen muskelgepackter aus, als er eigentlich ist, aber... ist schon okay, also kann man sich schon mal gönnen. Also ist ja ein ganz normaler Typ hier. Und wir machen ein normales Outfit, also wie er im Alltag rumläuft. Und halt dann das Drag-Outfit. Und ich bin richtig gespannt, ich habe richtig Bock darauf. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Ich muss auch seine Augenbrauen ändern, weil die gefallen mir irgendwie nicht so sehr. Oh, warte mal. Die hier finde ich richtig gut, to be honest. Aber kann mit dir noch mal ein bisschen schmaler oder so? Oh, Die sind super. Ich finde, die haben irgendwie auch was genderneutrales. Also, ja, kann jeder Augenbraue tragen, wie er das halt will. Also, man kann sie teilweise ein bisschen beeinflussen. Ja, ne? Also, ich finde, kann man dann bei beiden nutzen. Kriegen wir schon hin. Mach ich mal so. So, und im Alltag bekommt der Boy halt auch Lashes so, weil es sind halt Wimpern, ganz normale Wimpern, ne? Aber halt einfach nicht so krasse. Was haben wir denn hier? Die hier sind doch ganz gut. So, das sind halt ganz normale Wimpern, die halt jeder so hat. Und ich denke, wir geben denen dann einfach schwarze Haare. I guess. Ich finde das eigentlich schon ziemlich cool. Das ist die erste Frisur, die ich ausprobiere und ich finde das richtig geil. Let's do this. Viele Drags achten ja trotzdem so auf die Outfits, dass es cool aussieht und so. Deswegen gucke ich mal, was ich so Stylisches habe, was nicht so ganz casual ist. Ich finde das irgendwie nicht schlecht, aber ich will irgendwie einen cooleren Look haben. Also, weil es ist jetzt ja nicht... also, schon cool, finde ich, in meinen Augen. Aber nicht so, was so typisch als cool bezeichnet wird. Wenn ihr versteht, was ich meine. To be honest, finde ich das, glaube ich, auch gar nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme das hier. Ich denke, eine schwarze Hose passt da ganz gut zu. Und halt so casual, einfach irgendwie Vans dazu. Und halt irgendwie Socken, weil das macht man halt. So, und maybe trägt der einen Ring so? Also könnte ich mir gut vorstellen, to be honest. Oh, trägt der halt so einen Ring, ne? Let's go. Ich denke, das kann man schon mal machen, so als Alltagslook. Wie heißt denn der Gute eigentlich? Jesus, was? Nein. Joey McCartney. Okay, nehmen wir. Und ich würde sagen, wir sind aber jetzt ready für den zweiten Look, der natürlich viel interessanter sein wird als das hier. Wir machen den Mann mal wieder nackig. Und das Erste, was ich mache, ist, by the way, krassere Lashes draufklatschen. Also eigentlich müsste man die doch dann auswählen können, oder? Oder sind das quasi... also, oder kann man keine krasseren auswählen dann? Ich weiß es nicht. Ist das das Maximale? Wieso ist das das Maximale? Also sieht das bei männlichen Augen einfach so anders aus? Also das ist halt auf jeden Fall das... oder... ah, das sind die von dem anderen, ne? Von dem, wo noch krassere Lashes sind. Dann nehmen wir halt das hier. Weil das ist natürlich... also Drag ist ja immer sehr krass, sehr viel, ne? Deswegen ist das eigentlich... gar nicht mal schlecht, würde ich behaupten. Also es sieht ein bisschen weird aus mit dem Auge, aber wenn ich da Eyeliner drauf klatsche später, dann passt da schon wieder. Ich würde sagen, wir suchen uns erstmal eine Wig aus. Und da kann man natürlich auch wilde und bunte Farben nehmen, ne? Ich finde, es ist alles noch nicht so extravagant. Weil es ist ja oft halt so was Extravagantes und das ist halt genau das, was ich gerade suche. Aber ich finde nichts, was so, wo ich sage so, ja, das ist es. Das finde ich, to be honest, ziemlich gut. Ich glaube, das ist das, womit ich gehen möchte. Und jetzt schauen wir mal nach krassen Kleidern. Ich glaube schon, dass ich ziemlich coole und auch extravagante Kleider habe. Ich muss nur schauen, ob ich die finde. Das sind halt Hochzeitskleider, das passt halt nicht so gut dazu. Sollte schon irgendwie bunt sein, so. Also das ginge theoretisch auch, aber das ist mir dann halt zu wenig Boobies, so. Aber das kann ich halt jetzt nicht nachstellen, weil das ist ja trotzdem ja ein Typ. Und es gibt ja... also ich habe jetzt nichts, wo ich dann halt Brüste simulieren könnte, in Anführungszeichen. Wie wär's denn damit? Das ist, wonach ich gesucht habe. Das ist extravagant, definitiv. Und das ist auch, was ich mir darunter vorstellen kann. You go, girl. Oh mein Gott. Und wir nehmen natürlich hohe Schuhe. Die hier einfach. Die sieht man eh nicht, aber ne? Fürs Feeling. Ich guck mal, ob man die Fingernägel drauf machen kann. Oder ob das clasht mit den Lashes oder so. Nee, tut es nicht. Geil. Dann können wir
die drauf machen. Zeig mir deine Hände nochmal. Ich glaube, die sind jetzt so schwarz-weiß. Das sieht auch cool aus. Ich bin jetzt erstmal dafür, dass wir Make-up machen. Und dann kann ich nochmal gucken, ob ich irgendwelche Details noch reinklatsche. Aber das Make-up muss auch extravagant sein. Und das geht schon in eine gute Richtung, würde ich behaupten. Das geht doch schon mal in eine gute Richtung, oder? Vielleicht mache ich was mit mehr Gloss. Das sieht doch geil aus, oder? I love it. Ich habe noch ein bisschen Highlighter drauf gemacht. Noch mehr. Und ich finde es echt ganz gut. Ich habe halt irgendwie nicht so viele Armbänder und so. Ich muss mal mehr Armbänder runterladen. Ganz ehrlich, weil ich habe ja gar nichts. Aber ich will da unbedingt noch was dran haben. Das hat irgendwie was, aber das passt halt nicht dazu, ne? Aber an sich wäre schon irgendwie geil. Diese Neonbänder? Nee, oder? Ich glaube, ich nehme das hier. Der Rest sieht einfach nur ganz, ganz schrecklich aus. Und das sieht am ehesten noch nach dem aus, was halt so jemand tragen würde. Und dann so eine Kette noch? Fände ich geil. Wäre ich dabei. Ich denke, ich bin fertig. Ich denke, ich bin fertig. Ganz ehrlich. Also ich meine, im normalen Leben halt so ein bisschen casual. Und dann im Nightlife sieht man so geil aus. Wow. Love it. I love it, I love it. Ich bin wirklich zufrieden, to be honest. Ich würde gerne wissen, was ihr davon haltet. Meint ihr, das ist gut? Oder denkt ihr so, das ist vielleicht sogar noch zu wenig? Oder das ist schon too much? Oder I don't know. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Und Joey gefällt mir in beiden Formen. Ihr könnt euch ja mal überlegen, was denn der Dragname von Joey sein könnte. Denn ich bin so unkreativ für sowas. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ist jetzt nur eine Kleinigkeit für zwischendurch, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!